Also nochmal speichern, wenn es jetzt die letzten waren, dann müsste er hier vorne irgendwo. Ich versuche mein Bestes. Ne? Der Drachenhort sein. Und die Jafgur auf uns warten. Oh, ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Was ist denn das für ein Riesenpilz, Alter? Ich kenne einige Leute, die würden sich bei sowas freuen. Denen würde das Wasser im Mund zusammenlaufen. Oder in der Bong, das wäre natürlich auch möglich. Oder in der Wasserpfeife. Archon Megalon schon wieder. Was will der hier? Ich hab's euch gesagt, der war mir von Anfang an suspekt. Ich wollte gerade unsympathisch sagen, aber das wäre das falsche Wort. Können wir einfach an dem Ich muss vorbeilaufen? Nein. sagen, dieses Tal hat sich als wahrer Glücksgriff für meine Forschungen erwiesen. Ihr habt den Angriff des Drachen ja auch mitverfolgt. Das war alles sehr aufschlussreich. Ist das ein Drachenforscher oder wie? Ich komme einfach nicht von dem Gedanken ab, dass der uns nichts Gutes will. Auch so ein durchgeknallter Forscher, der nur für seine eigenen Zwecke die ganzen Leute umbringt, um seine Kunst oder Forschungen voranzutreiben für die Wissenschaft. Ihr habt gewusst, dass dieser Drache Prinzen angreifen wird. Warum habt ihr nichts getan? Ihr ergötzt euch am Leid anderer. Ihr seid doch geisteskrank. Ich bin mir sicher, viel für eure Studien lernen können, Fremde. Es liegt nicht an mir, mich in diese Angelegenheiten einzumischen. Wir spielen alle unsere Rollen auf dieser Welt. Ihr mögt den Drang verspüren, euch in das Rampenlicht zu drängen und den Ausgang des Stückes zu beeinflussen. Meine Rolle hingegen ist die eines Zuschauers. Eines Zeugen, wenn ihr so wollt. Für meine Forschungen war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. Hatte etwa was mit dem Angriff direkt zu tun? Und diese Hörner, die erinnern mich an einen Drachen. Ich mag den nicht. So konnte ich dir. Für meine Forschungen war es von großer Wichtigkeit, dass der Angriff plötzlich erfolgte. So konnte ich die Auswirkungen des plötzlich auftretenden, unerwarteten Terrors beobachten. Hätte ich die Menschen gewarnt, so hätte ich ihre Furcht langsam aufgebaut und das Ergebnis wäre ein anderes gewesen. Und was habt ihr in Brensein gelernt? Und was sucht ihr jetzt hier? Haben Drachen auch Angst? Ihr widert mich an. Durch eure Teilnahmslosigkeit habt ihr euch genauso schuldig gemacht wie der Drache. Jetzt werdet ihr dafür büßen. Oh. Wir könnten den kaputt hauen. Können wir den nicht irgendwie in unser Team einladen? Weil der hat bestimmt ein paar mächtige Zauber drauf. Ich hab keine Lust, mich länger mit euch zu unterhalten. Geht zur Seite. Habt ihr sie nicht auch geschmeckt, diese Atmosphäre der Furcht? Während des Drachenangriffs quoll die Panik in den Menschen hervor und beraubte sie all ihrer Vernunft. Sie liefen herum, kreischten, taten alles, nur wenig Sinnvolles. Ein guter Einblick in die menschliche Natur. Haben Drachen auch Angst? Ich glaube nicht, dass es ein Lebewesen auf Dere gibt, das nicht in der Lage ist, Angst zu verspüren. Ja. Auch Drachen können Angst verspüren. Und diese ganz besonders. Vor allem, wenn ich sie ihm einflöße. Ihr scheint mir aber die Bestie zu wissen. Was könnt ihr mir über sie erzählen? Die Kreatur ist ein Draco Magento, ein Purpurwurm. Ja, das wusste Arom auch schon. Eher jung, schätze ich. 10 Schritt lang mit 6 Beinen und schwarz-blauen Schuppen. Er scheint wie von Wahn, Angst und Raserei getrieben zu sein, was natürlich an seine Gefangenschaft in Burg Grim. Nee, Burg Grimza, nicht in Burg Blutberge. Da oben auf dem Blutberg, da in der Burg, da lag. Liegt. Gelegen haben sein wird. Sein fremdartiges Wüten und seine gewaltigen Kräfte müssen bei den Menschen zwangsläufig tiefste Existenzängste hervorrufen. Glaubt mir, üblicherweise sind Drachen intelligenter, als dass sie wahllos Menschen töten, so wertlos sie auch sein mögen. Möglicherweise ist er ja in der Brunft. Oh Gott. Alter, wenn sich hier die Drachen auch noch vermehren, dann und die alle so drauf sind wie der eine Typ, dann haben wir wahrscheinlich ein großes Problem. Oder eben viele kleine, das ist relativ. Wisst ihr, wie ich gegen den Drachen kämpfen kann? Mit viel Leichtsinn und Lebensmüdigkeit. Ah, verzeiht den Humor eines alten Mannes. Euer außer Zweifeln geborener Mut ist possierlich. Nur ein Narr würde versuchen, einen Drachen alleine zu bekämpfen. Guck mal, wir sind 9 Leute.
oder? 8. Wie viel haben wir gezählt vorhin? 8, oder? Ja, 8. Und mit dir vielleicht 9. Und vielleicht kommt Parzalon und wendet seine weltbekannte Leg-dich-hin-und-stifte-Verwirrung-Taktik an. Er ist ein zu starker, zu schlauer Gegner. Der Bauch der Kreatur ist weniger gut gepanzert als Kopf oder Rücken. Beachtet auch den Flammenatem aus seinem Maul. Er kann euch leicht vernichten. Ganz jene Salbe hilft gegen solche Verbrennungen. Ich könnte euch welche verkaufen. Und manch anderes Kleine der Kräuter oder Zauberkunst. Ach, jetzt kommt der Kapitalist zu Vorschein. Aber jetzt können wir den nicht mehr kaputt hauen. Na, zeig dir nochmal, was du hast. Weil es scheint jetzt da wirklich nochmal gegen Ende zuzugehen. Oh, wir haben aber eigentlich sehr viel Zeug, ne? Oh gut, wir haben auch einiges an Geld, aber das schaffen wir auch so. Ich speichere... Ja. Nein! Ah! Wollte sagen, ich speichere vorher und kaufe dann gegebenenfalls nochmal eine, aber dann machen wir es eben jetzt. Wir brauchen den Typen nicht. Wir werden ihn früher oder später mit Sicherheit sowieso wiedersehen, von dem her ist es egal. Weil der wird auf jeden Fall noch eine tragende Rolle spielen, da bin ich mir auf jeden Fall sehr sicher. Das ist so offensichtlich eigentlich. Es geht bestimmt da weiter, wo es brennt. Deswegen schauen wir mal, ob wir hier vielleicht noch irgendwie ein bisschen was mitnehmen können. Vielleicht ein paar Harpienfedern, weil wir davon noch nicht genug haben. Oder den Tod, indem wir da runterspringen. Falls wir uns doch umentschieden haben und den Drachen nicht bekämpfen wollen. Oh, das, ja, sieht doch ganz nett aus. Kommen wir hier durch? Ja, hervorragend. So, Freunde, ich glaube, jetzt demnächst gilt es, Jafgu entgegenzutreten. Uiuiuiui, alles steht in Flammen, da hat er wohl wieder gewütet. Es wird, glaube ich, eine heiße Angelegenheit. Aber ich bin auf jeden Fall Feuer und Flamme für den Kampf. Ja. Lasst uns der Bestie zeigen, wie Amboss-Zwerge kämpfen. Was ist das denn für ein Drache? Also ich habe mir da ehrlich gesagt was anderes erwartet. Oh. Nein, meine Brüder. Nein. Das soll meine letzte Gräueltat gewesen sein. Bratrakash. Ja, sieh mich nur genau an. Ich bin Prinz Arom, Sohn von König Arombolosch. Und werde deinem Zerstörungswerk ein Ende setzen. Gebühm. So, das ist jetzt also Jafgur. Ey, was ist denn das für ein Drache? So sieht doch kein Drache aus. Gut, ein Purpurdrache vielleicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir den irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. So ein bisschen, weiß nicht, mehr nach Drache und nicht wie so ein komischer Erdwurm, der aus so einem Maulwurfshügel rausguckt. Der so lange im Fitnessstudio war mit seinen Oberarmen. Jafgur. Ja, hier, so wie auf dem Bild. Na gut, wollen wir mal. Was hat denn der? 900. Na, oh, das Drachen. Das ist auch... Ja, Mann. Oh, zum Glück haben wir den Djinn noch dabei, der sich auch als ganz gut herausgestellt hat. Ja, doch, der kann sich sehen lassen. Dann, überlegen wir mal, wie machen wir das Ganze. Ich würde sagen, wir hauen noch keinen Mana raus, sondern versuchen das, wir hätten uns buffen sollen davor. Das wäre ganz gut gewesen, glaube ich. Wisst ihr was? Ich habe doch gerade gespeichert, die paar Meter, die können wir nochmal laufen und dann buffe ich uns nochmal kurz, bevor wir zum Drachenhort gehen. Das erleichtert uns den Kampf doch und ist auch vollkommen legitim, also wirklich... Wer sich darüber aufregt, der hat doch echt einen Schuss. Also, das machen wir geschwind. Geht ja auch schnell. Aber, sollte das wirklich das Ende vom Spiel sein? Wir müssen doch noch irgendwie die Drachenqueste absolvieren und so, oder? Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was wir eigentlich machen müssen. Jetzt im Endeffekt. Weil ganz ehrlich, bei dem Let's Play, wenn man immer nur so alle paar Wochen oder so aufnimmt, da merkt man sich sowas nicht. Da weiß man auch höchstens, was man in der letzten Aufnahme ungefähr getan hat. Und das war's dann auch. Ich weiß, wir sollen ja Jafgur töten, auf jeden Fall. Aber danach, ist dann das Spiel aus oder kommt da noch irgendwas? Haben wir noch irgendeine Aufgabe, die wir erfüllen müssen?
Mit der Drachenquest zum Beispiel. Ja, die Begleiter da hinten müssen wir ja nicht buffen. Die sterben ja eh gleich, das wissen wir ja zum Glück. Würde wahrscheinlich auch nicht gehen. So, dann haben wir die hier Gewandtheitsbonus. Müssen den sonst noch irgendwas... Nö. Dann kriegst du hier noch Armatrutz. So, perfekt. Speichern und... Rennen! Triggern wir die Cutscene und überspringen sie nochmal und tun so, als würden wir den Drachen zum ersten Mal entgegentreten. Hurra! Tod und Verderben und Feuer! So, dann, Freunde. Es ist soweit! Yafgur, altes Haus. Was machen wir mit dir? Zaubern will ich erstmal nicht, da wir die Astral-Energie-Punkte sicherlich noch für Heilung und sowas benötigen. Aber ich will den auch sehr ungerne hier hinten stehen lassen. 5 bis 24. Ah, wir hätten noch warten müssen, bis er wieder aufgetankt ist. Verdammt. Was wir auf jeden Fall machen, das ist ganz klar. Auch wenn wir das gegebenenfalls später nochmal brauchen könnten. Wir hauen hier Schleifsteine rein. Wie, der kann keinen Schleifstein auf eine Ogerkeule benutzen. Ja, dann eben nicht. Aber du... Nein, du... Warum kann ich keine Schleifsteine benutzen? Jede Waffe besser. Regelmäßig nachgeschliffen werden. Mann. Ich mach das schon. Kannst du das? Ja, du kannst es benutzen. Gut. Dass wir mehr Schaden machen. Du nimmst auf jeden Fall nicht den Diamantenschleifstein, obwohl der besser wäre. Aber wir müssen es ja nicht gleich übertreiben, ne? So, wenn du den eh nicht benutzen kannst, dann kriegt Gladys den. Weil die kann ihn benutzen. Hier können wir doch ein paar Tränke verteilen. Das reicht eigentlich auch schon. Heldenfrühstück. Das ist doch eine gute Idee. Teilen wir das mal kurz auf. So, Rulana. Nochmal aufteilen. Vorgrim. Wie lange hält das nochmal? 2 Minuten? Ja. Na, dann kriegst du auch nochmal was. So. Und ihr haut euch das alle rein. Ich nehme die Sache in die Hand. Da, damit wir gebufft sind. Noch mehr buffen, weil Yafgur, harter Gegner, höchstwahrscheinlich. Dem kann man ja nichts antreten. Was hat denn der eigentlich für Leben? 70. Ein Ausdauerpunkt. Warum hat er einen Ausdauerpunkt? Na, kann sein, dass er gleich wieder irgendeine Cutscene triggert, wo er den einen Ausdauerpunkt verschwendet. Weil irgendwie... Na, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich will jetzt nicht so viel mutmaßen, sondern hier mal ein bisschen Action reinbringen.